Wir spielen heute mal ein anderes Spiel, was ihr sonst von mir nicht gewohnt seid. Und nicht alleine, ich spiele mit meiner Mutter. Sag mal Hallo. Hallo. Wir spielen Wer weiß denn sowas? Ein Spiel vom Ersten. Ist eigentlich ganz leicht erklärt. Wir spielen einfach mal eine Runde und das wird beim 600 Abonnenten Spezial. Und damit los geht's. Alright. Ich hoffe, wir kriegen gute Kategorien, in denen wir auch punkten können. Nachher kommt jetzt jeder mit Null raus. Heute bei Wer weiß denn sowas? Bernhard Holter und Elton. Und jetzt geht's los! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe. Wer weiß denn sowas? Wussten Sie, dass in einem Glas Nuss-Nougat-Creme satte 224 Gramm Zucker sind? Ja, natürlich. Wir spielen heute mit zwei wunderbaren Teams. Wir schauen jetzt erstmal, wie viele Menschen welchem Team ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Unser Publikum wurde auch heute wieder gefragt, was glauben Sie, wer gewinnt diese Sendung? Und bitte setzen Sie sich auch auf diese Seite. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht 59, geil. Und das Team Elton. Ah, 54, gut. Knappe Geschichte. 12 Fragen für jede richtige Antwort, 500 Euro. Und beide Teams haben auch heute wieder einen Publikumsjoker. Hier ist unsere Wahl. Er ist übrigens immer richtig. Die Kategorien sind heute Mode, andere Länder, andere Sitten. Wie ticken wir? Arktis, was bin ich? Clever, Neuheit, tierisch, brisant, Straßenverkehr, total genial und Essen und Trinken. Und wie immer darf das Team die erste Kategorie wählen, das mehr Menschen hinter sich hat. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Ich muss natürlich tierisch nehmen, ihr kennt mich. Ja, da sind wir uns auch Tierfreund. Warum ist Elefantenhaut faltig? A. Sie dient zur Kühlung. B. Sie speichert Hitze, um in der kalten Nacht zu wärmen. Oder C. Sie verhindert, dass der Elefant lästige Insekten spürt. Weil A kann ich mir nicht vorstellen. Das habe ich gesehen in der Sendung mit der Maus. C. würde ich vom Gefühl irgendwie ausschließen. Wir nehmen A. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Weil sonst hätten sie ja wollen. Weil B hätten sie Lösung. Faltig sind sie alle. Doch in trockenen Regionen sind Elefanten besonders faltig. Und das hat einen guten Grund. Elefanten haben keine Schweißdrüsen. Ihre Haut dient als effektives Feuchtigkeitsdepot. In den tiefen Falten bleibt die Haut länger feucht. Das Wasser verdunstet nur langsam und bietet dem Elefanten damit eine lang anhaltende Kühlung. Ich hab, glaube ich, einen Punkt. Es dient zur Kühlung, super. Ja, er hat noch gesagt, bei Dingen kann man, welche Kategorie? Hat er bei Sinn in der Maus gelesen, weißt du das sagen? Hat er noch gesagt. Gut, dass ich nicht auf ihn gehört habe. Also ich persönlich. Womit lässt sich eine unangenehme Knoblauchfahne reduzieren? A. Stück Brot nach dem Essen, B. Glas Milch beim Essen oder C. Schluck Rotwein vor dem Essen? Keins von denen habe ich bislang gehört. Brot ist unlogisch. Milch? Rotwein? Elton, was sagst du dazu? Ich würde B nicht ausschließen. C schon mal nicht. Na, dann machen wir sympathisch auf B. So, komm, wir nehmen B. Was ist mit A? Wir haben B eingeloggt. Kann das wirklich sein? Ist mir unlogisch. Ein Stück Brot. Verantwortlich für den Mundgeruch sind Schwefelverbindungen im Knoblauch, die sich neben Magen und Lunge auch in den Mundschleimhäuten festsetzen. Die Verbindungen sind allerdings fettlöslich. Und auch wenn nicht der komplette Knoblauchgeruch eliminiert werden kann, lässt sich die Fahne zumindest reduzieren. Wissenschaftlern der Universität Ohio zufolge gelingt dies am besten, wenn zum Essen ein Glas möglichst fetthaltiger Milch getrunken wird. Super. 500 Euro haben wir eurem Konto gut geschrieben.
Wie geht's bei euch weiter? Aber das finde ich zum Beispiel. Ob ein Eisberg tiefblau schimmert, hängt für gewöhnlich damit zusammen, A, wie groß er ist, B, wie die Temperatur im Inneren ist oder C, wie viele Luftblasen er enthält. Ich tippe am ehesten auf das C. B würde ich ausschließen. Legen wir erstmal zurück, denken später darüber nach. Dann vertraue ich diesmal mal meinen netten Freund und sage C. Ich nehme C. Ihr nehmt C. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Üblicherweise leuchten Eisberge milchig weiß, denn die einfallenden Lichtstrahlen werden im Inneren in viele Richtungen gestreut und vermischt. Der Grund sind die vielen eingeschlossenen Luftbläschen. Bei der Entstehung von blauen Eisbergen werden jedoch nur wenige Luftbläschen eingeschlossen. Das Eis ist also sehr kompakt, sodass hier das Licht anders gebrochen wird. Weil rotes, orangenes, gelbes und grünes Licht im Inneren dieser Eisberge absorbiert wird, schimmern sie blau. Ich hätte eigentlich den genommen. Was man hier alles lernt, oder? 1000 Euro. 500 sind gerade dazugekommen. Wie geht's weiter? Ich bin Beauty und Fashion. Als der Minirock in den 1960er Jahren erfunden wurde, A, musste das britische Steuersystem geändert werden, B, präsentierte ein Mann das allererste Modell oder C, wurde die Queen bei einer Modenschau ohnmächtig. Keine Ahnung. Das ist schon völliger Quatsch. Diesmal bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es... Also ich würde tatsächlich, also ich weiß es nicht, ich finde alles richtig, ich finde das super interessant, aber ich würde tatsächlich C nehmen. Ja, also wir loggen C ein. Hier ist die richtige Antwort. Von einem Mädchen im kurzen Ballettrock inspiriert, erfand Mary Quant Anfang der 60er Jahre den Minirock. Ein skandalös kurzes Kleidungsstück für die damalige Zeit. Tatsächlich war der Mini so kurz, dass er in die Kategorie Kinderbekleidung fiel. Denn die englische Mehrwertsteuer für Kleidung wurde nach Länge des Kleidungsstücks bemessen. Das wurde umgehend geändert, damit die Kleidungsindustrie nicht weniger Steuern zahlte. Schade. Es bleibt bei 500 Euro. Wir machen mit euch weiter. Neuheit ist... Laut brasilianischen Forschern können Patienten demnächst beim Zahnarzt selber Brücken einsetzen, B, mit Strom betäubt werden oder C, Algenfüllungen bekommen. Scheiße. Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das schließe ich aus. Ganz ehrlich, ich glaube ja C. Okay, wir nehmen das Publikum. Ihr nehmt den Publikumsjoker. Oh, der Katzenlieb ist wieder da. Die richtige Antwort zu kennen. Ich stelle jetzt auch auf. Auf einmal. So, wen wollt ihr denn? Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich glaube schon. B. Antwort B müsste... Scheiße! Ich hätte es nehmen wollen. Ich hätte es nehmen wollen. Scheiße. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Echt? Ja. Wow. Aber die Frage bleibt. Algenfüllung geht ja kaputt. Ja, ich hätte auch jetzt selbst bei Brücke. Brasilianische Forscher von der Universität von Sao Paulo haben etwas entwickelt, das vielen Menschen künftig die Furcht vorm Zahnarzt nehmen könnte. Eine Betäubung von Zähnen und Zahnfleisch, nicht mehr durch eine Spritze, sondern vielmehr mit Elektroden, die leicht kribbelnden Strom ausstoßen. Schwacher Gleichstrom öffnet dabei die biologische Barriere, die das Innere des Zahnfleisches schützt. Das aufgetragene Betäubungsmittel kann so tief unter die Haut eindringen. Okay, cool. 500 Euro oben drauf, 1500 sind auf eurem Konto. So, ich muss nachlegen hier. Nächste Kategorie. Ich habe auch meinen Joker verbrannt. Der Joker ist nämlich immer richtig, leider. Dann nehmen wir clever. Weil nicht leider, aber jetzt muss es auch anders dann lösen. Wie lässt sich aus einer Zitrone auf einfache Weise mehr Saft herauspresst? A, in Alufolie wickeln, B, in dünne Scheiben schneiden oder C, in heißes Wasser legen? Also B schließe ich aus. Alufolie wärmt, in heißes Wasser legen wärmt. Gehen Poren auf. Aber Alufolie legen? Nee, glaube ich nicht. Also das Wasser legen, komm. Auch wenn es vielleicht schief läuft und die uns gleich hinten mit der Keule drohen, aber wir nehmen einfach mal C.
Alles klar, wir haben C eingeloggt. Egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Um mehr Saft aus einer Zitrone zu pressen, muss man sie nur etwas erwärmen. Dazu legt man die Zitrone am besten in eine Schale mit heißem, aber nicht mehr kochendem Wasser und wartet etwa aufgeholt, eine Minute. Ein Stück zumindest. Beim Erhitzen werden die Membrane der Zitrone geschwächt, die den Saft im Fruchtfleisch der Zitrone halten. Wenn sich die Schale der Zitrone warm anfühlt, die Zitrone ist schon eine komische Frucht eigentlich. Wie gewohnt, normalerweise pressen. Machen erfrischte Samen, damit die Tiere es essen, aber dieses Tier ist freiwillig eine Zitrone. Wenig, glaube ich. So, 1000 Euro bei euch. So, wie machen wir weiter? Das ist schon relativ. Epheliden sind verbotene Dopingmedikamente, B. Sommersprossen oder C. griechische Insel. Halte ich für unwahrscheinlich. B schließen wir aus. Vom Gefühl wäre ich jetzt bei A. Wir entscheiden uns für B. So, wir haben B eingeloggt. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Epheliden sind durch Sonneneinstrahlung auftretende Pigmentflecken auf der Haut, die sich in den sonnenarmen Monaten wieder zurückbilden. 2000, eieiei. Vor allem bei blonden und rothaarigen Menschen sind sie meist im Gesicht, auf den Armen, auf den Schultern und am Halsausschnitt zu sehen. Epheliden sind also nichts anderes als Sommersprossen. Würde ich ausschließen, hat er gesagt. 2000 Euro bei euch. Wir machen weiter. Warum nicht? Was wollte Angela Merkel werden, als sie noch ein Kind war? A. Eiskunstläuferin, B. Sterneköchin oder C. Astronautin? Das habe ich gleich schon mal gehört. Das kann ja eigentlich nicht. Wir machen Bauchgefühl und sagen C. Okay, wir haben C eingeloggt. Hier ist die Lösung. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte einst: Früher wollte ich immer Dinge tun, die ich nicht konnte. Bei den in der DDR üblichen sportlichen Sichtungsverfahren fiel sie in allen Sportarten durch. Als Kind empfand sie dies als sehr schade. In einem Interview aus dem Jahr 2004 sagte sie, dass sie früher gerne Eiskunstläuferin werden wollte. Ah, doch Scheiße! Das habe ihnen gerade besonders wenig gelegen. Oh Mann, 1000 zu 2000. Ich habe Astronautin genommen. Das habe ich irgendwo gehört. Wir haben noch vier Kategorien. Was hast du das gehört? Ja. Das ist doch gut. Nee, Moment mal. Worauf wird in Thimphu, der Hauptstadt von Bhutan, nach einem erfolglosen Test vor Jahren gänzlich verzichtet? A. Zebrastreifen, B. Geschwindigkeitsbegrenzung oder C. Ampel? Wir schließen jetzt erstmal das A aus. Geschwindigkeitsbegrenzung. Fahren die da eh immer so langsam oder fahren die eh die ganze Zeit? Persönlich bin gefühlsmäßig bei den Ampeln. Ich würde vom Gefühl, würde ich B nehmen. Ja, ja. Ich dann würde B nehmen. Du würdest C nehmen. Ja, wer weiß. Ne? Ich würde C nehmen, alles ja. Sein. Klingt spannend. Ist es auch. Thimphu ist die Hauptstadt des Himalaya-Königreichs Bhutan und liegt mit ihren 90.000 Einwohnern idyllisch am Fluss Wangchu. Wie in allen Städten gibt es dort Häuser, Straßen und Autos. Doch nur eine Sache findet man in Thimphu nicht. Ampeln. Scheiße. Stattdessen zeigen Verkehrspolizisten mit weißen Handschuhen den Weg auf den Kreuzungen an. Vor Jahren haben dort einmal testweise Ampeln gestanden. Doch das war den Bewohnern viel zu unpersönlich. Sehr gut, eine Chance, mich aufzuholen. Das bleibt für euch bei 2000 Euro. Drei Kategorien haben wir noch. Straßenverkehr, oder? Du hast einen Führerschein. Na komm, Straßenverkehr. Völlig egal, hast recht. Die Autos von Polizei und Feuerwehr haben seit den 1930er Jahren Blaulicht auf dem Dach. A. Weil blaues Glas billiger war als rotes, B. Weil Blaulicht aus großer Höhe nicht mehr zu sehen ist oder C. Weil der Erfinder rot-grün blind war.
Also Publikum, ich muss euch fragen, eine das ist sehr nicht so blöd. Frage fürs Publikum. Wir fragen das Publikum. Bei dir ist der Katzenmensch nicht. Wer glaubt, die richtige Antwort zu kennen? Nee. Ja, stehen Sie ruhig auf. Wenn Sie, wenn Sie aber suchen, stehen ein paar Sie auf. Also können auch mehrere sein. Zeigen Sie sich ruhig mal. So, wer soll es beantworten? Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Es ist eindeutig Antwort B. Das hat mir mal jemand erzählt. Also, B ist eingeloggt. So, ich bin auf hier die Bilder gespannt. Die richtige Lösung. 1938 wurde ein einheitliches Warnzeichen für Polizei und Feuerwehr eingeführt. Die Farbe? Kobaltblau. Blau hat die höchste Streuung in der Atmosphäre, nur bis zu 300 Meter weit sichtbar. Rot und Weiß hingegen sind noch aus einer Höhe von 2 Kilometern zu sehen. Das Blau diente tatsächlich der Tarnung und war für feindliche Flugzeuge in großen Höhen nicht mehr sichtbar. Sehr gut, Publikum. Danke. 1500 Euro auf eurem Konto. So, 2 Kategorien haben wir noch. Es ist der erste. Was hilft gegen eingetrocknete Rotweinflecken in der Kleidung? A. Glasreiniger, B. Zahnpastaschaum oder C. gemahlene Walnüsse? Emotional bin ich dem A gegenüber jetzt irgendwie auch offen. C ist es nicht. Das glaube ich nicht. Wir nehmen A. A ist eingeloggt. Wir werden es sofort überprüfen. Ein Rotweinfleck ist hartnäckig, besonders wenn er schon eingetrocknet ist. Durch eine Kombination von Lösungsmittel und Tensiden kann jetzt Glasreiniger helfen. Den Fleck damit einsprühen, bis er vollständig durchtränkt ist. Einwirken lassen und das Kleidungsstück anschließend in der Maschine waschen. Der Farbstoff kann sich so komplett aus dem Stoff lösen. Cool. Das ist cool. 3.500 Euro auf dem Konto. Wir kriegen noch eine Frage. Eine Chance habt ihr noch. Wie ticken wir? Wenn sich laut britischer Studie 2 Personen bei schwachem Licht 10 Minuten lang in die Augen starren, A, bekommen sie Appetit auf ein Steak, B, nehmen sie Farben und Töne anders wahr oder C, nicken sie unwillkürlich ein? Gut, dass ich das andere genommen habe. Bekommen Appetit auf Steak, das ist Schwachsinn. Nehmen Sie Farben und Töne anders, da war, könnte sein. Dicken Sie unwillkürlich ein, das wäre ja phänomenal. Also, das wäre mir jetzt zu einfach. Also. B macht, wir nehmen B, komm, wir nehmen B. Ihr entscheidet euch für B. Wir lösen es auf, es führt kein Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Wenn sich 2 Personen bei schwachem Licht 10 Minuten lang in die Augen starren, dann verändert sich ihr Bewusstsein kurzfristig. Das fanden britische Forscher 2015 heraus. So berichteten psychisch völlig gesunde Menschen bei einem Versuch, dass sie dieser Moment völlig eingesogen hätte. Einige nahmen Farben weniger intensiv und Töne lauter bzw. leiser wahr als üblicherweise. Andere fühlten sich berauscht, verloren jegliches Zeitgefühl und hatten teilweise sogar Halluzinationen. 500 Euro obendrauf, 2000 Euro für euch auf dem Konto. Jetzt kommt das Finale. Wir sind nach unserer kleinen Raterunde jetzt hier bei einem Zwischenstand angekommen. Das Team Bernhard, 2500 Euro momentan auf dem Konto. Das Team Elton, 2000 Euro auf eurem Konto. Die Masterfrage wird es auch heute wieder entscheiden. Denn gleich müssen beide Teams einen Betrag setzen, bekommen dann von mir eine Frage gestellt, müssen sich innerhalb von 20 Sekunden auf eine Antwort einigen. Und wer dann die richtige Antwort hat oder besonders clever gesetzt hat, der macht hier das Rennen. Die Kategorie, aus der heute unsere Masterfrage kommt, ist Geografie. So, jetzt bitte ich euch um euren Einsatz. Nicht dein Gebiet, gell? Nein, ist auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. Jetzt müssen wir eine Frage beantworten und der richtig liegt, kriegt dann das Geld. Der falsch liegt, verliert so, das Geld. Wer am Schluss dann mehr Geld hat, gewinnt. Volle Konzentration.
Denn jetzt kommt die Masterfrage. Die Masterfrage. Welches dieser Länder grenzt nicht an Österreich? A. Slowenien, B. Kroatien oder C. die Slowakei? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Auch ein Joker. Wir gucken, was ihr gesetzt habt. Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. Aber wir haben die beiden Teams geantwortet. Das Team Bernhard hat sich entschieden für Antwort B. Das Team Elton hat getippt auf Antwort C. Schauen wir auf die Slowenien. Jetzt kommen wir zur richtigen Antwort. Österreich grenzt an 8 Nachbarländer. Ja. Machen wir es kurz. Österreich grenzt nicht an Kroatien. Ja. Scheiße! Leute, ich habe verloren. Julian hat gewonnen. Viel Spaß beim Anschauen. Ihr hättet die Fragen bestimmt gewusst. Sowas für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sind noch nicht fertig. Ich muss doch Tschüss sagen. Wäre ganz gut. Und wenn ihr einen neuen Part sehen wollt, müsst ihr die 666 Abonnenten voll bekommen. War ein Scherz. Ich bin eins, habt Fun. Tschüssi, Koski. Tschüss. Mir hat's auch Spaß gemacht, obwohl ich verloren hab. Also, tschüss.